Kennt ihr die Situation? Ihr habt eine Haube schon gecuttet, also Schleifpolito bearbeitet und seht dann im Licht, oh, da ist noch ein Kratzer drin. Was könnte man jetzt tun? Die ganze Haube nochmal nachcutten oder einen einzelnen Kratzer bearbeiten? Wir zeigen es in diesem Video. Natürlich könnte ich jetzt nochmal Schleifpolito auf meiner Maschine packen, in dem Fall die Rota, und das ganze Bauteil nochmal bearbeiten, aber da würde ich ja viel Lack abtragen an Stellen, wo gar kein Kratzer ist. Das ist Quatsch, nicht im Sinne des Werterhalts. Das heißt, wir kümmern uns punktuell um den Kratzer. Da haben wir eine gute Methode rausgefunden, die kein Schleifen bedarf und 90-95% aller entfernbaren Kratzer entfernt. Die zeigen wir euch jetzt. Ihr braucht dafür eine kleine Exzentermaschine, Mikrofaserpad und eine Schleifpolitur. So, wir geben die Politur direkt auf die Fläche. Das hat den Vorteil, dass wir die Menge ganz gut bestimmen können und die Politur an der Oberfläche arbeitet und nicht erst ins Pad einmassiert werden muss. Kann man aber auch andersrum machen, ist eine kleine Marotte von mir, genau bei dieser Art der Politur. Anschließend auf Stufe 2 ganz normal verteilen, und wenn ihr den Bereich relativ großzügig verteilt habt, arbeitet ihr mit relativ viel Druck und schnellen Bewegungen auf der Fläche. Schnelle Bewegungen, damit nicht zu viel Hitze entsteht, Druck, damit wir wirklich Eindringtiefe haben. Am Ende nochmal auf Stufe 6 Druck rausnehmen, durchfahren und das so lange, bis die Politur relativ durchsichtig wird, zwischendurch abwischen und kontrollieren, damit ihr einfach nicht zu viel abtragt. Dann schaut euch das Ergebnis an und wir sehen ganz hier im Vorjahr, der Kratzer ist relativ stark zu sehen, auch einmal rundum bis oben ins linke Bildecke. Danach ist er so gut wie verschwunden. Warum sage ich so gut wie verschwunden? Wir sehen ihn unten an der Kante zur Motorhaube noch, dazu sage ich aber gleich noch was. Im Nachhinein bearbeitet ihr natürlich das ganze Bauteil ganz normal mit dem Finish weiter. Müsst noch mal ein bisschen gucken, ob sich im Ergebnis jetzt was ändert, da wo ihr härter gecuttet habt. Meistens ist es aber nicht der Fall, wenn ihr vorher gründlich gearbeitet habt. Wie gesagt oder wie gesehen, hier am Kantenbereich bin ich nicht bis aufs Extrem gegangen. Der Mazda hat eh sehr wenig Lack und an der Kante wird es noch extremer. Deswegen da lieber Gang raus. Wir wollen den Wert erhalten und nicht auf Biegen und Brechen eine spiegelnde Oberfläche erzielen. Das immer im Hinterkopf, ist diese Methode ganz gut geeignet, um schnell mal einen Kratzer zu entfernen, ohne groß Aufwand zu produzieren und den Prozess zu unterbrechen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Hau rein!